In der K.O.-Runde der WM treffen heute zwei absolute Schwergewichte aufeinander. Es ist das Duell der Top-Mannschaften. Gleich kann es hier losgehen. Hier im Allianz Stadium. Bleiben Sie dran. Willkommen im Allianz Stadium. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem heutigen Spiel. Am Mikrofon ist wieder das gewohnte Kommentatorenteam Wolf Fuß und Frank Buschmann. Heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus dem Achtelfinale dieser WM. Argentinien gegen die Schweiz. Wir sind also im Achtelfinale angekommen in diesem Wettbewerb. Jetzt wird natürlich auch die Nervenbelastung immer größer. Unter den besten 16 sind sie schon, aber ja, ist ja logisch. Die wollen mehr. Hier soll noch nicht Schluss sein. Uschi, wie siehst du sie heute, was die Strategie angeht? Ja, wir wissen natürlich, was ihre Spezialität ist, nämlich dieser enorme Druck, den sie auf den Gegner ausüben. Sobald der den Ball hat, gehen sie direkt drauf, geben ihm keine Zeit zum Luftholen. Und das wird auch heute die Taktik sein. Hier ist die Aufstellung der Schweiz. Auf der Torhüterposition Jan Sommer. Manuel Akanji spielt mit Fabian Scheer in der Verteidigung. Remo Freuler steht mit Granit Xhaka im Mittelfeld. Und sie gehen mit zwei Stürmern in diese Partie. Auf die wird es heute natürlich ankommen. Die sollen die Tore machen. Anstoß Argentinien. Nun geht's hier los. Molina. Guter Pass jetzt. Xherdan Shaqiri. Da hat er durchaus Optionen. Sie können es machen. Parade von Emiliano Martinez. Einwurf Argentinien. Paredes. Dybala. Lionel Messi. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Schöner Pass. Breel Donald Embolo. Xherdan Shaqiri. Ist das die Führung? Er trifft und damit bringt er sie hier früh in Führung. Sicher verwandelt aus kurzer Distanz, den macht er ganz sicher. Ja klar, den lässt er sich natürlich nicht nehmen. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Jetzt die Maria am Ball. Die Maria mit dem Vorstoß. Da müssen sie aufpassen. Das nächste Tor. Diesmal auf der anderen Seite. Ausgleich. Hier geht's jetzt Schlag auf Schlag.
Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Zunächst dieser gefährliche Steilpass von Angel Di Maria. Und dann ist Lionel Messi da. Direktes Duell gegen den Keeper. Und mit all seiner Erfahrung, mit seiner Technik, ist das Ding unhaltbar. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. So. Da ist Xhaka. Schöner Spielaufbau. Aber da werden sie zu leichtsinnig. Ballverlust. Paredes. De Paul. Shaqiri! Den Header! Und damit verhindert er den Doppelpack, zumindest vorerst. Ecke kommt in den 16er. Ja, ja, den Eckball holt er sich, da ist er zur Stelle. Messi jetzt. Lionel Messi. Riesenchance zur Führung. Die Riesenchance. Marcos Acuña. Acuña. Er steht richtig und stellt so den Passweg zu. Gut gemacht. Akanji. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Jetzt Shaqiri. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Brel, Donald, Embolo. Bei dieser Ecke hoffen sie jetzt auf den Führungstreffer. Ecke kommt rein. Sie bringen den Ball raus nach dieser Ecke. Xherdan Shaqiri. Da muss er aufpassen. Molina. Einwurf für die Schweizer. Das wird Einwurf geben nach diesem Pass, der natürlich etwas zu ungenau war. Und Otamendi. Es ist Pause hier im Al Bayt Stadium. Der erste Durchgang ist zu Ende. Anstoß Schweiz. Weiter geht's mit den zweiten 45 Minuten. Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Ja, setzt sich schön durch. Auf ihn ist Verlass. Gute Parade.
Ecke in den Strafraum. Da konnten sie nichts draus machen. Und noch ein Eckstoß. Kurzer Blick zurück nochmal auf den Ausgleich. Kommt kurz. Manuel Akanji. Brelembolo. Und jetzt ein Schuss. Kein Problem, ganz sicher. Die kurze Variante. Ceren Şaqiri. Nee, der Ball ist weg. Es gibt Abstoß. Paredes. Acuña ist das. Der Ball läuft richtig gut. Und dann doch der Ballverlust. Da müssen sie mehr draus machen. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Wahnsinn, gehalten. Oh, das war schwer. Das war richtig schwer. Was für eine Parade. Es wird jetzt hier gewechselt. Ecke in die Mitte. Oh, misslungene Befreiung hier. Ceren Şaqiri. Ja, wartet einen Moment. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Ecke jetzt also. Und vielleicht die Chance auf den Treffer. Kurzer Eckball. Ist kein echtes Problem für einen Keeper seiner Klasse. Im Moment sieht es ganz gut aus. Sie erarbeiten sich Chance um Chance, aber die Chancenverwertung, da hapert es. Sie warten auf die Führung. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Gutes Tackling. Der Pass in den freien Raum, gut gemacht. Verteidiger ist da, er hat den Ball. Da geht er natürlich hervorragend dazwischen, wichtig. Seferovic. Und gibt's jetzt die Führung. Acuña. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Sie verlieren hier den Ball. Da bekommt er Unterstützung. Noch steht hier dieses Remis auf der Anzeigetafel, aber sie greifen nochmal an. Ball bei Lionel Messi. Der Paul mit dem Ball. Messi jetzt am Ball. Dybala. Gute Pässe jetzt. Jetzt der Versuch.
Ein guter Block hier. Die Chance für den Konter. Ist hier immer noch am Ball. Macht er gut, blockt diesen Ball. Ball im Aus, gibt Ecke. Ecke kommt rein. Nee, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Jetzt oder nie, sagen sich die Schweizer. Letzte Chance des Spiels vielleicht schon. Letzter Angriff. Gleiches Schluss hier. Gelingt jetzt noch der Sieg. So, da kommt der Pfiff. Weiter geht's hier also gleich mit der Verlängerung. Jetzt die Maria am Ball. Die Trainer haben die letzten Anweisungen gegeben und beide Teams sind zurück. Jetzt gilt es. Wir starten in die Verlängerung. Gonzalo Montiel. Und dann doch der Ballverlust. Akanji. So. Ball fliegt hoch ein. Timing hat nicht gestimmt bei diesem Steilpass. Abseits. Ja, ja, das ist abseits. Keine Diskussion. Der Pass muss einfach früher kommen. So ist es dann natürlich überhaupt nicht gefährlich. Otamendi. Das ist Martinez. Alvarez. Montiel. Alvarez. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Gonzalo Montiel. Acuña. Gonzalo Montiel. Marcos Acuña. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Er steht einfach immer richtig. Auch hier blockt er ab. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Die erste Hälfte dieser Verlängerung ist damit beendet. Und es steht weiter unentschieden. Alles noch drin. Jetzt die Maria am Ball. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte der Verlängerung ist gestartet. Der Schuss war nicht besonders. Er geht weit vorbei. Fernandes. Montiel. Lautaro Martinez. Acuña. Schöne Aktion. Ganz gefährlich. Argentinien macht das Tor.
Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann kommt der Ball aufs kurze Eck. Drin ist er. Traut sich nicht jeder, aber hier wird der Mut tatsächlich belohnt. Das ist die Entscheidung, Buschi. Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Seferovic. So. Vielleicht jetzt immer noch dieser knappe Rückstand. Seferovic. Der Ball an den Pfosten und wieder ins Feld. Der Angriff damit beendet. So, was geht hier noch? Der Frust nach diesem Alu-Treffer ist groß. Es wäre der späte Ausgleich gewesen. Jetzt wird's eng. Nachspielzeit hier, 2 Minuten. Ja, ich glaube, sie wollen jetzt auch gar nicht mehr angreifen. Sie sind zufrieden mit dem Ballbesitz und zufrieden mit dem Resultat. Schlusspfiff in diesem Spiel und damit steht nun also fest, sie sind weiter, sie haben sich hier durchgesetzt. War das ein Spiel? Ich glaube, da werden wir noch ganz lange von reden. Verlängerung, Dramatik, Fußballherz, was willst du mehr? Also das werden jetzt viele sagen und sie werden auch sagen, das ist der glückliche Sieger. Aber ich sage, das ist auch ein verdienter Sieger, denn die Nervenstärke, sie gehört nun mal dazu.